meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Und zwar habe ich diesen Monat sehr viele Produkte aufgebraucht und die möchte ich euch gerne mal zeigen. Wie ihr wisst, ist mein Körbchen wie immer voll und ich kann schon fast gar nicht mehr aufheben, so voll ist es. Darum möchte ich euch eben die Produkte gerne mal zeigen, dass ich es endlich entsorgen kann, genau. Also, fangen wir einfach mal querbeet an. Und da kommt mir schon DM Mivolis Nahrungsergänzungsmittel Magnesium. Da sind 300 Tabletten drin und die sind für die Muskeln und Nerven geeignet. Diese hier, die holen wir immer, wenn wir in Deutschland sind und wir sind auch sehr zufrieden mit dem. Die sind sehr gut, Leute. Und ihr habt auch sehr viel von dem. Genau, das. Dann einmal von Total Sensitive One for All Waschmittel für empfindliche Haut. Das war so die neue Version von der Micro für alle Farben. War gut, aber ich mag lieber das ganz Weiße nur für eigentlich weiße Wäsche oder so, weil irgendwie hat es mich gedacht, also für mich war es irgendwie so, als hat es mich ein bisschen gekratzt an der Haut mit diesem hier für alle Farben. Darum bin ich jetzt wieder zu meinem weißen total rüber gewechselt. Aber ich mag diese Waschmittel eben in Gelform. Da wird die Maschine auch nicht dreckig und so. Das. Dann kommt mir hier von Meisu 100% Kaiser Elma Suyu. Türken kennen das sicher oder ja, auch die Araber und halt eben der Osten. Und das sind sehr gute Fruchtsäfte, Leute. Also wir Türken konsumieren eigentlich überall zum Morgen, zum Mittag solche Fruchtsäfte. Und da steht auch, dass es keinen Zucker drin hat. Das war sehr gut. Ich liebe Aprikosensaft. Und mit Apfel natürlich immer gut. Das. Dann habe ich mir im DM einen Evelyn Pinsel für Fächerpinsel, also für den Highlighter geholt. Und den bin ich am Gebrauchen und der ist sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden. Ich habe heute hier und auf der Nase wieder mit diesem Pinsel aufgetragen. Finde ich gut. Dann habe ich von M Budget von der Micro das Deo Spray Antitranspirant aufgebraucht. Das sieht so aus. Und das ist sehr günstig und hat bei uns im Produkttest sehr gut abgeschnitten, weshalb ich das holen gegangen bin und habe es auch verwendet. Und der Duft war auch okay. Ich habe es wirklich gut gefunden. Also ich habe nicht angefangen zu stinken oder so. Sehr gutes Deo und sehr guter Preis. Dann von Balea bin ich momentan auch Beauty Expert Azelaine Booster am Brauchen. Steht in meinem Bad. Ich brauche es jeden Abend. Ich finde es sehr gut. Der Spender zum das Öl rausnehmen ist ein bisschen ja, nicht so gut, gefällt mir nicht so, aber der Inhalt ist schon gut. Also ich merke schon einen Unterschied auf meiner Haut mit dem Hautbildverfeinerung und mit den Pickelmalen aufhellen und so, das ist schon sehr gut. Dann bin ich auch seit kurzem das Wild-Deo aluminiumfrei 100% veganes Deo anbrauchen. Das ist mit Jasmin und Mandarinblüten. Dieses hier, das ist neu in der Schweiz bei uns. Das, welches man den Inhalt einfach immer wechseln kann mit verschiedenen Düften und so. Und ich muss sagen, Leute, das ist sehr gut, obwohl eben kein Aluminium drin ist und die Auftragung ist sehr gut, der Duft ist gut und ich habe auch bei dem nicht angefangen zu stinken, weil allgemein bei aluminiumfreien Deos rieche ich stark
Und das nützt bei mir eigentlich nicht ohne Aluminium. Aber mit diesem Deo bin ich recht zufrieden, habe ich auch schon beim Sport verwendet, also sehr gut. Dann habe ich vom Balea Adventskalender endlich den Haarspitzenfluid aufgebraucht. Dieser war sogar vom, nicht diesem Kalender, also von diesem Jahr, sondern vom letzten Jahr. Und ja, das hat sehr lange gehalten bei mir, muss ich sagen. Und der Duft war ein bisschen künstlich, aber ich mochte es. Und es hat meine Haare auch gut gepflegt. Genau das. Dann wieder von Balea die Cremedusche Soft Feeling mit Mandeln und sanften Baumwollblüten. War eine Limited Edition. Sehr schöne Verpackung und auch die Duftrichtung hat mich sehr angezogen. Schnell schauen. Ja, also der Duft war auch sehr mild und nicht künstlich und sehr entspannend. Mochte ich sehr. Dann habe ich von Colgate Max Fresh Cooling Crystals Zahnpasta aufgebraucht. Und die war sehr gut. Die hatte so irgendwie Stücklein drin in der Zahnpasta und diese haben die Zähne richtig aufgehellt, Leute. Die war blau. Es hat Spaß gemacht, mit dieser die Zähne zu putzen. Aber wie gesagt, ich werde diese Marke nicht mehr benutzen, sondern Elmex in Zukunft, weil meine Zahnärztin mochte diese Zahnpasta an meinen Zähnen nicht. Genau. Dann wieder von Balea das Massageöl Oriental Feeling mit orientalischem Duft habe ich aufgebraucht. Und diese habe ich immer so nach dem Duschen, nach dem Baden aufgewendet. Und die hat schon sehr gut gerochen, Leute. Also wirklich so orientalisch, wie ein bisschen auch nach Olivenöl und ja, falls ihr das mögt, an der Haut ist sehr gut. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Die ist jetzt Limited Edition gewesen. Aber Balea bringt ja diese immer wieder in anderen Duftrichtungen raus. Dann haben wir oder sind wir am Verwenden von Mivolis, die A bis Z Komplett Depot Nahrungsergänzungsmittel. Diese hier. Und diese sind recht gut. Also ich habe mit denen keine Mühe, diese runterzuschlucken. Und ich merke auch, dass es meinem Körper gut geht und ich keinen Mangel an Vitaminen oder so habe. Genau. Also einmal täglich am Morgen nehme ich diese ein. Dann waren wir ja in Spanien und da habe ich von Haribo Sandia so Wassermelonen-Süßigkeiten geholt gehabt, als sie in den Flugzeug reingegangen sind. Und die waren super lecker, Leute. Die waren wirklich wie Wassermelonenstücke geschnitten und sehr gut. Und aus Spanien, oder? Die haben gute Sachen. Das, was haben wir da sonst? Von Migros Ambiance die Raucherstäbchen in Patchouli. Diese hier. Ich glaube, die Verpackung ist auch schon sehr alt, Leute. Und ich bin auch froh, ist das fertig, weil ich habe diese im WC aufgebraucht, weil ich den Duft gar nicht mochte, Leute. Man sagt, der Patchouli riecht so gut und bla bla. Aber ich mochte den Duft gar nicht, Leute. Also. Und die waren extrem lang auch, aber. Eben, ich mochte den Duft nicht und ich bin froh, sie ist das jetzt alle. Ja, dann von DM Profissimo den Raumduft sonniger Kokosnuss. Auch diese hole ich mir immer in Deutschland im DM nach. Für mein Büro oder auch zu Hause. Das riecht nachher immer so toll und das ist auch günstig bei euch. Bei uns ist es extrem teuer, so Zeugs. Und ja, die halten auch lange, die duften auch gut. Und diesen haben wir jetzt momentan auch noch im Wohnzimmer stehen und ist immer noch halb voll, Leute.
sehr gut. Die haben auch verschiedene Duftrichtungen und ich hole mir eigentlich fast alles nach immer. Dann von Sensident habe ich einmal die Interdental Sticks für die Zahnzwischenräume ISO 3 aufgebraucht. Die hole ich mir ja auch immer nach. Da sind 32 Stück drin, sehr guter Preis, viele Stücke sind drin. Dann habe ich von Mivolis auch noch in Anwendung die Nahrungsergänzungsmittel Cranberry und Vitamin C. Cranberry ist ja sehr gut für die Damen und ich hatte in letzter Zeit ein bisschen Mühe unten und darum habe ich es mir geholt und bis jetzt, das hat sehr gut geholfen und ja, ich nehme es halt immer mit den anderen Nahrungsmitteln ein und dann ist es gut. Genau. Dann, was haben wir hier? Von Balea habe ich die Maske Peach Nugget aufgebraucht. Das war auch mal eine Limited Edition. Sehr schöne Verpackung, Leute. Die hat sehr gut gerochen. Eben, ihr müsst noch vorstellen mit dem Aprikose. Nein, nicht mit. Mit Nektarine, sorry. Und Nougat, schon dieser Geruch, die Vorstellung, das war einfach top. Dann habe ich hier von Mentos die Erdbeer, also Strawberry Flavor Kaugummis aufgebraucht, 45 Stück drin. Für das Auto, wir haben immer solche im Auto drin und das ist sehr gut geeignet und viele sind drin und Erdbeer war natürlich super, holen wir immer wieder nach. Dann habe ich mir, in Spanien habe ich ja viele Bowls gegessen am Morgen und da hatten sie auch mal so in einem Veggie-Restaurant einen Toast gemacht für meinen Freund mit so Kokosnusschips. Das hat so ausgesehen wie Käse, so orange irgendwie. Aber das war so gut und das waren Kokoschips, Leute. Und dann, ja, wir haben so viel Kokoschips dort gegessen und ich bin in die Schweiz zurückgekehrt und musste mir auch diese in der Schweiz holen oder in Deutschland eben. Darum einmal dieses hier. Ich mag die, die Marke Seeberger, die haben gute Sachen. Ich hole mir oft vieles von denen. Die haben auch fast keinen Zucker drin und so und sind gut für gegen Laktose, weil sie keine Milch oder Rahm oder irgendetwas haben, das nicht gut ist für mich. Dann habe ich von Essence die I Love Extreme Mascara Waterproof aufgebraucht. Und bei der muss ich leider sagen, die hat bei mir unten verschmiert. Und auch wenn ich ein bisschen wie empfindliche Augen hatte und getränt habe, das hat hier sofort verschmiert. Und ich finde, wenn es eine wasserfeste Mascara ist, dann muss sie doch halten, Leute. Ja, ich habe diese jetzt den ganzen Sommer etwa aufgebraucht. Und ja, die Bürste ist ja toll, wie die rosarote, pinke. Aber ja, ich mochte diese nicht. Kennt ihr eine gute wasserfeste Mascara, die ihr mir empfehlen könnt? Weil ich bin noch auf der Suche und ja, für Ferien wäre es natürlich geeignet. Falls ihr etwas kennt, schreibt es doch in die Kommentare. Ich würde mich freuen und dann können wir uns auch austauschen, Leute. Genau das. Dann, was haben wir hier sonst noch? Zwei Masken. Und zwar einmal, wie hat die geheißen, Feuchtigkeitsmaske vom Toten Meer, von der Migros. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Marke heißt, weil den oberen Teil habe ich schon aufgebraucht. Da steht Totes Meer mit 26 Mineralien. Hier den unteren Part. Und die habe ich sehr gut gefunden und ich mag Totes Meer Sachen und liebe ich solche Sachen, die war gut. Dann habe ich auch eine Erdbeermaske aufgebraucht von, ich glaube, Schäbens ist doch diese Marke.
Wie gesagt, wir sind sehr Erdbeer-Fans und die Farbe mochte ich sehr und den Geruch von Erdbeeren waren sehr gut. Dann, was habe ich hier sonst noch so? Von der Migros Iced Tea Sugar Free Gum Pfirsich Geschmack Kaugummis. Die sind wirklich das Originalprodukt von der Migros. Also das Iced Tea von der Migros in Blau auch. Migros hat wirklich die besten Iced Teas. Und die Kaugummis sind eben auch vegan und viele drin. Und da ich ihre Eistees mag, habe ich mir halt immer auch wieder die Kaugummis geholt. Die sind jetzt auch fertig. Dann habe ich von der Migros auch wieder I Am Natural Cosmetic erfrischendes Waschgel aufgebraucht mit Aloe Vera und weißer Tee-Extrakt. Bei der muss ich sagen, also falls ihr Aloe Vera mögt, zum Reinigen und so, ist das super. Weil ich habe hier leider nicht so viel vom weißen Tee rausgerochen oder rausgespürt. Und mit der Zeit hat mich das mit Aloe Vera halt aufgeregt. Ich mag das nicht die ganze Zeit, dieses glitschrige Gefühl irgendwie. Und ja, ich bin froh, ist das fertig, weil ist eine große Verpackung und dann hält das auch lange, Leute. Und ja, ich hole mir das nicht mehr nach. Irgendwann hat man auch satt von diesem Geruch. Dann habe ich von Vionel die Intimpflegesalbe benutzt. Ich habe ja gesagt, ich hatte ein bisschen Probleme und immer noch ein bisschen und solche Cremen sind sehr gut für das Stoppen des Juckreizes im Intimbereich und das hat auch Hafer und ich habe das gelesen und habe mir das so entspannend gedacht, dass ich es mir eben geholt habe und das beruhigt auch wirklich den Intimreiz, aber ihr müsst halt gleich zum Arzt gehen und das trotzdem abchecken, was es genau ist, weil man weiß nie, oder es dauert lange, es geht nicht weg und ja, ich habe das aufgebraucht und immer verwendet und meine Frau Nersin hat auch gesagt, du hast das super gepflegt und super und ja, diese sind immer gut für Notfälle, auch im Sommer haben wir Frauen ja dieses Problem, ja. Dann, eben apropos Spanien, immer noch, hatte ich keine Zeit in den Ferien die Crema Catalana, das Pudding-Dessert auszuprobieren und dann habe ich es im Lidl gesehen, die haben so Aktionen von Spanien, von Griechenland und so und dann musste ich mir diese holen, weil ich habe es richtig bereut, habe ich das nicht in Spanien austesten können, weil ich war 3 bis 4 Tage dort und hauptsächlich auch für das The Weeknd Konzert. Und ja, ich habe das probiert. Das war wirklich gut. Das ist sehr ähnlich wie Crème Brûlée, aber ein bisschen anders irgendwie. Das war schon gut, aber ich möchte es auch mal unten in Spanien ausprobieren, ob es wirklich so ist wie dieses oder ob das einfach voll fake ist, Leute. Dann... oh Leute, falls ihr laktoseintolerant seid, müsst ihr in den Lidl, weil ich habe gesehen, ich bin so Fan von Burrata und ich habe mir immer gesagt, wieso gibt es keine vegane Burrata oder laktosefreie Burrata und jetzt hat Lidl wirklich laktosefreie Burrata erfunden oder rausgebracht und die war so gut, Leute, also falls ihr diese mal seht, geht und holt sie euch und testet diese, weil ich war so happy, als ich das gesehen habe. Perfekt, Leute. Dann, was haben wir hier sonst noch? Apropos vegan, habe ich auch noch die Plant-Based Lasagne Bolognese von der Migros Wilof gegessen.
Die kann ich auch sehr gut empfehlen. Die ist mega lecker und ihr merkt fast gar nicht, dass die vegan ist. Also sehr gut gemacht und für den Hunger zwischendurch. Und falls es schnell gehen muss, dann mache ich mir ab und zu so etwas. Dann habe ich die Ginofit Milchsäure-Vaginalgels aufgebraucht. Das ist auch für Jucken, Brennen und unangenehmen Geruch. Wie gesagt, also im Sommer habe ich manchmal diese Probleme und dann nützen solche Sachen extrem, weil das beruhigt sofort und dann habt ihr endlich Ruhe vom Jucken, Leute. Dann habe ich auch noch von Multigen das Actigel Vorbeugung und Behandlung von Vaginalproblemen aufgebraucht. Die war auch sehr gut und die kann man auch rezeptfrei in der Apotheke holen. Genau, diese müsst ihr nachher halt so eine Woche lang zweimal täglich oder dreimal täglich anwenden und dann habt ihr wirklich Ruhe und ja, dann geht das auch mal irgendwann weg. Und dann ein letztes Produkt ist von Diptyque das Duschgel. Ich weiß gar nicht. Dieses hier. Und das hat sehr gut gerochen, sehr frisch. Ja, was ich halt nicht mag an denen ist halt das mit dem Deckel in der Dusche und bla bla. Das ist ein bisschen umständlich, aber die Düfte sind schon sehr gut. Die mag ich schon. Genau, das ist fertig gegangen. Ja, Leute, das waren alle meine Produkte. Ich hoffe, das Aufgebraucht-Video hat euch gefallen und sagt mir doch, was ihr so aufgebraucht habt. Bis bald, meine Lieben. Ciao, ciao.